So, hallo und willkommen wieder beim Let's Play vom Fahnenhund. Für den Super Nintendo. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo ich jetzt aufgehört habe. Ich habe jetzt die letzten Folge jetzt nicht so ganz angeguckt. Auf jeden Fall, wir haben unser Haus jetzt fertig erweitert. Ja, jetzt gehen wir mal pennen. Sortier haben wir verlegt. Wir haben ja nicht so viele. Ich muss aber ganz kurz gucken, wie das Wetter morgen ist. Okay, morgen regnet es. So, gehen wir jetzt erstmal schlafen. So, wir werden auf jeden Fall heute mal unsere Tierzucht weitermachen. Und bei sonnenklarem Wetter gehen wir halt Holz hacken. Auch wenn es jetzt kein Geld bringt, aber so können wir halt die Zeit auch nutzen, um das Haus weiter zu erweitern. Denn ich will das letzte Erweiterung, glaube ich, auch haben, wenn es die letzte ist. Genau, so, jetzt wird das mal die Kuh gestreichelt, so. Jetzt gibt es erstmal wieder Futter. Dann gucken wir jetzt nach unseren Hühnern. Müssten auch schon gut gelegt haben. Ach so, sogar. Ja, sie haben gut produziert. Auf jeden Fall müssen wir dann natürlich das ja auch gucken, dass wir unsere Grasfelder wieder erweitern. Jetzt mit der goldenen Hacke und der goldenen Zischel geht es recht schnell. Dann können wir die Tiere auch alle besser versorgen. Ist krass, aber erst gestern anscheinend vor kurzem erst abgeschnitten. 156, okay, das reicht. Komisch finde ich nur, dass wir den Hund nicht füttern müssen. Wie es später mit dem Pferd aussieht, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. So, jetzt wieder Wetter gucken. Immer jeden Tag das Wetter gucken. Wenn morgen ein Wirbelsturm so auftaucht, dann ja, habt ihr einen Salat. Weil der Hund ist dann futsch. Oder ist irgendwo in Hiroshima. Und ja. Okay, die normalen Felder kann man eh nichts drauf machen. Habe ich mal dabei. Ich frage mich eigentlich, ob ich das Huhn damit erschlagen kann und dann halt die Hähnchenkeule verkaufen kann oder essen kann. Aber das will ich jetzt nicht ausprobieren. Wir wollen ja nicht so barbarisch sein. Das Huhn, geh weg. Das ist alles, was ich an der Tageszeit verliere. Das hat das Nachteil, wenn man so viele Hühner hat, weil die blocken einen hier auch ziemlich gerne, wie ihr seht. Und Blocker sind immer verhasst. Selbst die Webblocker. So, jetzt können wir auch endlich wieder Holz hacken gehen. Ich brauche 500 Stück und mein letzter. Ernte war, glaube ich, nicht so ertragreich. Ja, jetzt sind wir hier wieder in unserem Lieblingswald. Also hier kann man eigentlich am besten halt, außer wenn man nichts mehr auf dem Feld hat, Holz hacken. Ich hätte jetzt auch auf einem Feld hin und her rennen können. Aber der Nachteil ist, danach ist es weg. Und hier respawnt es immer. Die goldene Axt wäre auch jetzt ganz cool. Aber jetzt keine Ahnung mehr, wann genau man die kriegt.
ich hoffe jetzt auch nicht, dass das jetzt das Bild laggt, weil ich du hinten im Hintergrund Sachen hochladen und mal wieder mal ein Antivirus laufen lassen. Was ich schon lange nicht mehr gemacht. Kennt das wahrscheinlich auch, ihr habt ein Antivirus drauf und über einen Monat lang oder so nicht schon mal gescannt. Sollte man schon öfters ab und zu mal scannen. Man hat öfters benutzt. So. Jetzt hacken wir weiter unser Holz. Wir brauchen Holz. So. Hier hacken. Oh, es gab mal so früher ein Schlagerlied. Mir fällt jetzt das. Ich weiß, Schlager, ja. Wenn man halt damit aufwächst und halt das so Stimmungsmusik halt manchmal ist, okay, im Fulls of CD ist sowieso jeder mit. Auch wenn alle jeder sagt, der hasst das Lied. Aber da kennen sie alle die Texte. Und ja, da gibt es auch so ein Lied, wenn man wieder in die Hände gespuckt wird, wie es auch immer geht. Ja, das erinnert mich jetzt gerade so daran, weil der tut jetzt auch als Holz hatten. Okay, er hat zwar keine zwei importierte Beine, aber hey, keiner, nobody ist perfekt. Ach Junge, jetzt mach doch nicht so schlapp. Komm, hau rein. Gucken halt, dass wir ab und zu auch das bisschen strecken, dass der K.O. geht. Indem wir ab und zu mal was essen. Aber das, ich glaube, das bringt im Endeffekt nicht so viel. Ich glaube, dann bringt der Brunnen mehr, aber ich habe keine Lust, jedes Mal bis nach da oben zu rennen und in den Brunnen zu steigen. Ach man, das habt ihr doch nicht so. Ja, ja, zickt wieder ein bisschen rum. Ach man, jetzt hackt doch wenigstens den Baum noch kaputt. Ja, er will nicht mehr. Das ist ärgerlich. Egal, dann nehme ich halt den nächsten Tag. Wir haben ja noch den Winter über auch Zeit zum Holzhacken. So, jetzt gucken wir, wie das Wetter. Ich habe ihm wahrscheinlich auch kein Geld, um das zu machen. Wenn die eine schon 5.000 gekostet hat, wird das nächste vielleicht 10.000 kosten. Und ja, diese Kohle werde ich noch lange nicht haben, wenn ich das ganze Holz gesammelt habe. So, diesmal gibt es sogar als allererstes das Futter. Und jetzt wird ich mal gebürstet. Mit dir geredet und schon zack, sind wir hier, wird der fertig. Wenn es dann wieder entschwangert ist, tue ich es vielleicht nochmal schwängern. Ja, noch ein Huhn. Perfekt, glaube ich, beim ersten Mal. Wenn man bedenkt, dass ich manchmal so Phasen hatte, wo ich dreimal hintereinander falsch geschmissen habe. Oder sogar mehr. So, es sind jetzt 4 Hühner. Da geht das chillen. Du auch. 2, 3, 4. So. Und jetzt die Axt. Und auf geht's.
Ja, wir rennen wieder in den Wald hinein und machen wieder unsere Holzhackarbeiten. Die werden wahrscheinlich auch ziemlich wieder so ähnlich ausfallen. Ob ich jetzt dann pennen gehe oder fünfmal hintereinander fast schon in den Brunnen steige, weil er jetzt da kaputt geht. Ja, das funktioniert auf Trab eigentlich auch immer dasselbe. Aber jedes Mal wieder in zu meinem Wachenkorb rennen. Ich müsste schon morgens los gleich die Tiere halt später erst machen. Und hoffen, dass er nicht so kaputt ist, dass er nicht über die Tiere, sich um Tiere kümmern kann. Ja, jetzt wollen wir noch ein Croissantchen essen. Ja, das goldene Werkzeug ist so nach und nach. Kommt es halt dann meistens. Und ja. Das muss man sich immer noch mit dem Anfangszeug hier rumquälen. Ich bin mal gespannt, wann die goldene Axt kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob der goldene Hammer kommt oder die goldene Axt als nächstes. Lass ich mich jetzt mal überraschen, da tue ich mich jetzt nicht nochmal nach informieren. Also ich verfolge mich auf die nächste Jahreszeit, wenn ich dann meine Superhacke und meine Supergießkanne da wieder loslegen kann. Boah. Eben hat es ein bisschen gelackt, ja. Ein Antivirus verlangt alles. Jetzt immer ein bisschen im Auge behalten, dass ich nicht über die Zeit wiederkomme. Vielleicht passiert das mir manchmal auch noch. Ich habe noch nicht den Rhythmus. Das ist etwas, was ich mir jetzt ganz neu einfallen lassen. Ja, jetzt fällt er wieder um. Das ist ja. Der hat nicht über zweimal das Stück hier gepackt. Jetzt reicht's, aber jetzt gehe ich in den Brunnen und dann unterwegs alles essen, mit was geht. Vielleicht regeneriert er sich dann noch ein bisschen besser und extremer. Da hinten war doch, glaube ich, noch ein Pilz. Ja. So, dann legen wir uns mal hin und dann fangen wir an, weiter Holz zu hacken. Währenddessen chillen wir jetzt erstmal ganz kurz hier in dem Wasser. Währenddessen kann ich mal ganz kurz eine Kippe anmachen. Und mir überlegen, wie ich das vielleicht irgendwie kompensieren kann, dass der mehr Holz am Tag kriegt. Wahrscheinlich werden es auch wieder 30 Folgen über Holz hacken. So, jetzt gehen wir mal raus und gucken mal, ob wir jetzt weiter hacken können. In Ruhe. Ah, er schnauft schon wieder. Vielleicht hat das Essen und das Zeug jetzt ein bisschen mehr was gebracht.
Och Mann, immer an diesem selben Baum geht der kaputt. Ja, ich knicke es, ich habe jetzt keine Lust, als runter zu rennen. Na komm. Ja, ich weiß, dann wird es ein bisschen länger dauern mit mehreren Folgen. Aber wir können im Winter eh nichts großartig machen und im Herbst, außer uns um die Cure zu kümmern. So, jetzt ist ein neuer Tag, neues Glück. Wetter, wie sieht's aus? Das Eierfestival. Ich bin mal gespannt, ob der Typ jetzt da ist. Er steht jetzt wieder da, sagt hier, ich hole dich ab und er kommt wieder nicht. Oder wir machen es so. Ich habe jetzt keine Lust, mich wieder auf den zu verlassen. Ich tue mich um das Vieh kümmern. Und gehe dann direkt in die Stadt. Und bleib dann da. Weil das ist mir jetzt echt schon zweimal passiert, dass dieser Typ da mir versprochen hat, mich zu holen. Und der ist nie gekommen. Nie. Und ihr habt alles gesehen, der steht immer morgen drauf. Ach, jetzt ist das Küken. Geht mir auf die Nerven. Ja, ich habe wirklich so viele Hühner. Ich sollte vielleicht auch mal ein paar Hühner loswerden hier. Aber wiederum sind das jetzt schon 250 am Tag. Und wir haben schon 5 Hühner. Ich muss aber gucken, ob ich das Gras hier mähen muss. Dann kann ich das Holzhacken eh vergessen. Und morgen der Tag, da ja, Holzhacken wird auch nichts. Morgen werde ich genau dasselbe machen dann wie hier heute. Aber ich sehe schon gerade hier nach der Tierfütterung kann ich schon wieder Aufnahmepause machen. Da müsste die Zeit auch wieder voll sein. So, jetzt laufe ich noch ein bisschen hier rum. Ich denke mal, das war's auch jetzt erstmal. Bis zur nächsten Folge.